Panagia Chrysokastriotissa, eine heilige Kirche, die das Gestern mit dem Heute, die Antike mit der Gegenwart verbindet, in der Umarmung der Plaka, nördlich des heiligen Felsens der Akropolis, an der Kreuzung der Straßen Trasivulu und Alibertis. Obwohl das heutige Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert stammt, gab es in der Gegend bereits im 12. Jahrhundert eine Kirche, die auf den Ruinen eines alten heidnischen Heiligtums zu Ehren der Göttin Hestia errichtet wurde. Nichts, was der ursprünglichen Form der Kirche ähnelt, hat überlebt, entweder aufgrund der militärischen Angriffe auf die Stadt Athen während der Revolution von 1821 oder aufgrund umfangreicher Restaurierungsarbeiten in späteren Jahren. In ihrer heutigen Form ist die Kirche eine gewölbte, einschiffige Basilika, die der Himmelfahrt der Jungfrau Maria geweiht ist. Bis in die 1970er Jahre feierte die Kirche der Goldenen Jungfrau Maria der Burg am 23. August, das heißt am Fest der Wiedergabe von Maria Himmelfahrt, an dem die Prozession der heiligen Ikone mit großen Ehren stattfand. Heute feiert sie am Tag der Himmelfahrt der Jungfrau Maria selbst, am 15. August. Der Überlieferung nach brannte während der osmanischen Herrschaft immer eine ungelöschte Lampe vor der Marienikone, ein Brauch, der von den Athenern beibehalten wurde, die die wundertätige Marienikone auf diese Weise ehren wollten. Ein weiteres Fest der Kirche findet am 2. Dezember statt, wenn die Kapelle der Kirche feiert, die dem Hosios Porphyrios dem Kausokalyviten geweiht ist. Die Vermutungen bezüglich der Herkunft des Namens Chrysokastriotissa sind vielfältig und beziehen sich hauptsächlich entweder auf den Bauherren, der als Mitglied der Familie Kastriotou die Kirche wieder aufgebaut haben soll, oder auf den Standort der Kirche, das heißt die Lage der Kirche selbst, unter der damaligen Burg der Akropolis, die zum Namen Chrysokastriotissa beigetragen haben soll. Die populärste Version steht jedoch wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Überführung der Ikone der Panagia Ephiniotissa aus dem Parthenon während der fränkischen Besatzung in die Kirche im 12. Jahrhundert. Laut Kamburoglu wurde die Ikone selbst Kastriotissa oder Chrysokastriotissa genannt. Im heutigen Bau der Kirche steht man im oberen Teil der zentralen Nische des Altarraums unweigerlich vor der Mutter Gottes, der breiteren als der Himmel, wie es in der Inschrift auf der Vorderseite des Bogens heißt. Die Jungfrau Maria, die auf einem goldenen Grund dargestellt ist, sitzt auf einem Marmorthron und hält Jesus im Säuglingsalter. Die Jungfrau trägt eine grüne Tunika, die mit einer Goldstickerei abschließt, während ihr Kopf und ihre Schultern von einem purpurnen, fußlangen Schleier mit goldenen Borden bedeckt sind. Christus trägt eine bläuliche Tunika und ein hellbraunes Gewand und hebt seine rechte Hand in einer Segensgeste, während er mit der linken Hand auf dem linken Oberschenkel eine geschlossene Schriftrolle hält. Rechts und links von der Jungfrau knien die Erzengel Michael und Gabriel auf Wolken und halten Schriftrollen mit Grüßen an die allerheiligste Mutter Gottes. Sei gegrüßt, die du der Sitz des Königs bist, sei gegrüßt, die du auf deinen Armen den trägst, der alles, die ganze Schöpfung, trägt.